Hallöchen Leute, mein Name ist Felix und ihr befindet euch auf dem Kanal von gngames.de. Ich komme mit. Ja, ich bin ein neuer Director und fange gleich mal hier mit meinem sozusagen Probevideo und erstes Anfangsvideo an für gngames.de. Kanal unbedingt abonnieren, schreibe ich auch unter anderem in die Videobeschreibung. Und ja, jetzt geht's erstmal weiter mit Star Wars Episode 1. Lang nichts mehr davon hochgeladen, das stimmt schon. Okay, jetzt müssen wir erstmal rauskriegen, wie wir hier am besten rumkommen. Panaka fungiert hier teilweise als Tank. Ich werde hier Wache halten, bis ihr zurückkehrt. Alles klar, was macht man hier? Euer Hoheit! Hi. Das Sicherheitstor ist verschlossen. Können Sie es öffnen? Die Energieversorgung des Tors muss zerstört werden. Der Generator ist im Maschinenraum, aber die Tür ist verschlossen. Hm, natürlich. Da steht aber auch nur ein Druide vor der Tür. Dann müssen Sie mir sagen, wie ich zu diesem Raum gelange. Redet mit dem Druiden. Er kann euch weiterhelfen. Alles klar. Okay, mach mal die Tür auf, bitte. Das Sicherheitstor ist verschlossen. Können Sie es öffnen? Ich sieze den Druiden einfach mal. Ah, und er legt schon los. Na, wunderbar. Okay. Boah, was geht denn da schon wieder ab? Wir müssen diesen Generator zerstören. Den haben wir doch schon zerstört, oder nicht? Ach, den! Sie haben einen Feldgenerator aufgebaut. Da kommen wir nicht durch. Ach, Panaka. Ich halte dich für so einen wunderbaren und tollen Soldaten. Das kriegst du wohl gebacken, oder? Ich denke mal. Captain, nur ein Soldat mit Ihren Fähigkeiten könnte den Generator ausschalten. Ich zähle auf euch und hoffe, dass ihr einen Weg finden werdet, ihn zu zerstören. Du machst das schon. Na, was werden seine ultimativen Fähigkeiten... Oh, ach so! Toll. Nur ein Soldat mit seinen Fähigkeiten kann eine Granate rufschmeißen. Okay. Ich komme mit. Ah, das ist Star Wars Logik. Ich liebe dieses Spiel. Oh, was ist denn jetzt verkehrt? Hat der dann nochmal raufgeworfen? Sag mal, ist der bescheuert? Okay. Gut, wenn er es braucht. Oh, kleine böse erste Dichtung. Na, was war hier denn drin? Ach, der kleine Sohn. Ja, moin. Ich hab gedacht, er würde eigentlich bei seiner Mutter sein. Den hatten wir doch mit Obi-Wan wieder zurückgebracht. Okay. Wir werden das Schloss durch die Fenster im seitlichen Garten betreten. Okay, die Mutter ist aber noch da, alles klar. Und redet mit der Luft. Die Tür geht immer noch nicht auf. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich so ein Gedächtnis gehabt, dass Vorwärts. Diese Frau einem die Tür aufgemacht hat, wenn man den Sohn wenigstens wiedergebracht hat. Also deswegen hat es mich das ja auch so mit Obi-Wan verwundert. Einige unserer Soldaten haben das Fenster gesichert. Ja, es hängt ein bisschen. Ich bleibe an eurer Seite, euer Hoheit. Das ist nett. Jetzt, da wir wieder zusammen sind, können wir weiter. Okay, jetzt geht's ab zu das Fenster, oder wie? Achso, ne, ah! Stimmt, an der Stelle sind wir jetzt. Okay. Und es beginnt wieder der Kampf als Obi-Wan Kenobi gegen Darth Maul, der schon explodiert ist eigentlich. Das interessiert immer weiter. Aber er drückt auch ziemlich hintereinander rum. Zu rennen. Ah, okay, jetzt haben wir ihn besiegt. Schnappen wir uns kurz das Medipack. Obi-Wan! Was sagt der denn da? Die Wahl liegt bei dir, mein Schüler. Ach, ja, selbstverständlich. Wie könnte ich das vergessen? Jetzt kommt diese Stelle, wo man geskripteterweise runterfällt. Alles klar. Gehen wir da besser mal nicht durch. Einfach aus Prinzip nicht. Wäre dumm, jetzt zu sterben, wo wir noch nicht abgespeichert haben, weil sonst müssten wir von... Oh Gott, ich weiß gar nicht, noch in Naboo oder so müssten wir dann weitermachen, keine Ahnung. Auf jeden Fall
Ja, wenn er zu Ende geladen hat, 96%, jetzt müsste es auch weitergehen. Okay, und jetzt beginnt das allerletzte Kapitel, das letzte Gefecht. Wie lauten eure Befehle, Euer Hoheit? Sie bleiben hier und sichern unsere Flucht. Wir müssen den Vizekönig finden. Jawohl, Euer Hoheit. Wir müssen uns beeilen. Ach so, mehr kommt nicht. Einfach immer nur so ein stumpfer, spontaner Spruch. Wir müssen uns beeilen. Ich werde bei dir sein. Wir gehen darum. Immer diese wunderbaren... Ich danke euch für meine Rettung. Sie wollten mich gerade zum Verhör bringen. Verhör? Was denn für ein Verhör? Was ist denn hier los? Verhör? Warum? Um die Kampfdroiden daran zu hindern, die Kontrolle über den Palast zu erlangen, haben wir die meisten der farbigen Schlüsselkarten versteckt. Ihr benötigt alle Karten, wenn ihr in den Thronsaal wollt. Okay, und wer hat die Karten? Wo sind die Schlüsselkarten? Cyrus hat den weißen Schlüssel. Ich weiß nicht, wer die anderen Schlüssel hat. Miley Cyrus. Wo ist Cyrus? Cyrus und einige andere werden hinter dieser Tür festgehalten. Na, wie hätte es auch anders sein können? Wir müssen die Gefangenen retten. Halt! Die Gefangenen werden schwer bewacht. Hinter der Tür wartet der sichere Tod auf euch. Oh, das haben wir auch noch nie gehört. Wir müssen einen Weg finden, sie zu retten. Hinter der Tür wartet der blanke Tod auf euch. Das ist blanker Selbstmord. Das ist der nackte Wahnsinn. Ist doch immer das Gleiche, was wir zu hören kriegen. Das schockt mich jetzt auch nicht mehr. Und Zeit für den Sicken Double Kill. Nee, da nicht. Der steht jetzt nochmal. Danke sehr. Okay, da können wir anscheinend nicht hoch. Okay, das kann sie nicht drücken. Hier ist soweit weiter nichts. Das hier sieht mir nach einem Versteck aus, ganz nach alter Star Wars Manier. Öffnen wir erstmal die nächste Tür. Alles klar. Ich meine nämlich recht so in den Sinn, dass man auch die mittlere Tür am besten gar nicht öffnet. Da sind einfach Druidikas hinter und normale Druiden und wenn man die Tür öffnet, dann, naja, kommt man da wirklich nur mit ganz knappem Leben davon und das auch nur, wenn man übelste Waffen hat und ich weiß gar nicht, ob wir ausgerüstet sind mit guten Knarren, das gucke ich mir gleich nochmal an in unserem Inventar, aber, naja, wählen wir einfach mal die langsame und gechillte Variante, indem wir einfach diesen fetten Kasten hier schieben und dieses Geheimnis lüften werden. Zack. Jetzt müssten wir da eigentlich wunderbar reinkommen. Ja, wunderbar. Königin Amidala, ihr habt uns gerettet. Was? Nein, wer hat das denn erzählt? Ich bin nur so zum Spaß hier. Ich brauche alle Schlüsselkarten, die sie versteckt haben. Hier ist der weiße Schlüssel. Es ist der einzige, den wir haben. Hätte mich auch gewundert. Danke. Bitte helfen Sie diesen Männern zu fliehen. Ich muss weiter zum Thronsaal. Viel Glück, Euer Hoheit. Danke sehr. Königin Amidala, ihr habt uns gerettet. Ist der Palast gesichert? Königin Amidala, ihr habt uns gerettet. Irgendwie haben alle auch die gleiche Synchronstimme. Die sagen nicht nur das Gleiche, die haben auch alle dieselbe Stimme. So, okay. Damals waren Spiele einfach noch nicht so vielfältig, aber das ist in dem Sinne auch gar nicht mal so schlimm. Es ist trotzdem verdammt gut. Und grafisch auch gar nicht so schlecht für die Zeit, finde ich. Okay, gehen wir einfach mal aus Prinzip in die andere Richtung, wo wir noch nicht waren. Achso, hier ist sogar noch was. Oder auch nicht. Nö, es ist noch nicht zu spät, den Pakt mit der Handelsföderation zu unterzeichnen. Damit könntet ihr uns alle retten. Passiert da jetzt noch was? Achso, ach, ich kann es jetzt öffnen, na wunderbar. Okay, und weiter geht's. Ach so, ach ja. Ich vergaß, jetzt kommt. Ach ja, genau, das ist immer im letzten Gefecht so. Verdammt geil eigentlich gemacht. Hier wird immer gewechselt zwischen der Rolle, oder dem Spielgeschehen von Amidala und Obi-Wan Kenobi. Ach du heilige Scheiße, an die Stelle erinnere ich mich noch wirklich richtig, richtig. Da bin ich damals so unglaublich oft gestorben. Weil wenn man hier auch nur einen Fehler macht, naja, fällt man halt direkt runter, stirbt und muss den ganzen Weg nochmal neu laufen. Also, hier ist Frustgefahr angesagt. Das heißt, einfach konzentrieren und ich glaube, wenn ich jetzt das nächste Mal so eine Sprungstelle habe, labere ich am besten auch gar nicht. Ich
Ich glaube, die ist hier sogar schon. Oh, das wäre jetzt schon wieder fast schief gegangen. Ja. Okay, wunderbar. Ich hab's geschafft. Oh Gott, das ist jetzt... Ich weiß nicht, das sieht so einfach aus. Ich weiß, aber... das ist nicht. Glaub mir bitte, es ist wirklich nicht so leicht, wie es aussieht. Weil wenn man hier nur einen Fehler macht, dann, naja, ist man sofort im Arsch. Speichern wir an der Stelle erstmal ganz gemütlich ab. Ja, wunderbar. Oha. Das sieht mir nach einem ziemlichen Grafikbug aus. Das ist natürlich unschön. Oder gehört das so? Ich bin mir gerade wirklich nicht ganz im Klaren darüber. Ah, okay, doch, es scheint wirklich. Meine Güte, an die Stelle erinnere ich mich wirklich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Hm. Oh, Doppelsprung. Nein. Hm. War wohl doch der Schalter vonnöten, der da gerade links neben mir war. Okay, ja, kein Problem. Wir haben ja direkt davor abgespeichert, von daher... Who cares? Bringen wir erstmal wieder Licht ins Dunkel. Zup. Na komm schon. Na komm schon. Jetzt hat man es geschafft. Ja, wunderbar. Also, ich muss auch wieder wegen solchen Stellen einfach sagen, wie lieber ich als Ruby spiele, mit einem Lichtschwert und die Schüsse auch ablocken kann, weil irgendwie bin ich nicht gerade der beste Schütze in diesem Spiel. Also, damals, mein bester Freund, mit dem ich das damals früher so ziemlich durchgesuchtet habe, der hat immer. Also wir hatten das damals alles zusammen an einem PC gespielt und uns immer abgewechselt mit dem Spielen. Und jedes Mal, wenn beim letzten Gefecht diese Stellen kamen mit Amidala und Panaka, da hat er immer gespielt, weil er einfach sich so darüber gefreut hat, immer Schütze zu sein. Und der war auch richtig gut. Also wirklich, der war damals... damals im Grundschulzeitalter war er schon ein besserer Schütze bei diesem Spiel, als ich jetzt bin. Okay, wir haben volle Energie und jetzt kann es weitergehen. Oder auch nicht. Okay. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Vorsicht, eine Gruppe von Kampfbooten. Wir müssen uns beeilen. Wir kommen niemals lebend an den Kanonen vorbei. Nee, wir werden niemals lebend hier vorbeikommen. Okay, was hier jetzt an dieser Stelle passiert, seht ihr im nächsten Part. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann schaltet wieder ein auf TGN. Und das war's erstmal. Bis dahin, haut rein, Leute. Wie gewohnt. Euer Felix.